Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Uni-Vlog. Entschuldigt bitte noch die Lichtverhältnisse zu dieser Zeit, es ist einfach noch sehr früh. Auf jeden Fall habe ich beim letzten Mal bis Mittwoch gefilmt, deswegen setze ich jetzt Donnerstag an. Ich fahre jetzt gleich zur Uni, habe auch ein bisschen Zeitdruck, wie man merkt. Ich habe eine Veranstaltung in Wirtschaftsrecht und werde dann noch ein bisschen in die Bib gehen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los. Ich bin auch froh, dass ich wieder da bin, denn das Wetter draußen ist echt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich zeig's euch mal. Typischer Vorführeffekt jetzt. Da hinten dieser Baum hat eben die ganze Zeit noch hin und her gewackelt. Wir haben sogar Unwetterwarnungen. Man soll sich nicht mehr draußen aufhalten. Und jetzt sieht man einfach gar nichts mehr. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich wieder hier bin, weil ja, das war irgendwie schon krass, wie einige Bäume dann auf der Straße lagen. Ansonsten hatte ich heute eine Veranstaltung in Wirtschaftsrecht und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, wow, Wirtschaftsrecht, das ist bestimmt null spannend und voll öde. Das dachte ich auch immer vor diesem Semester. Ich bin wirklich mit null Erwartungen in dieses Semester reingegangen und vor allen Dingen mit null Erwartungen in dieses Modul. Und ich finde es echt spannender, als ich eigentlich gedacht hätte. Also ich werde jetzt niemals Juristin, das ist schon mal amtlich und ich glaube, das wäre mir auch, ja, also ich kann es mir einfach so beruflich nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, warum ich früher Anwältin werden wollte. Das entspricht heutzutage so gar nicht mehr meinen Vorstellungen. Aber ich finde es tatsächlich wichtig, dass man sich auch mal mit sowas auseinandersetzt. Deswegen bin ich fast schon dankbar, dass ich so ein Modul mal habe. Wir besprechen ganz viele Themen so rund ums Thema Arbeitsverträge abschließen oder generell Kaufverträge abschließen, was man da beachten kann. Und da waren echt schon, und ich hatte ja erst, glaube ich, 3 Veranstaltungen insgesamt, viele Sachen dabei, die ich so gar nicht gewusst hätte und die ich echt interessant fand. Und ja. Ansonsten wartet jetzt auf mich ein bisschen Laptop-Kram. Ich muss jetzt wirklich nochmal einen Shoutout geben an dieser Stelle, an diesen wunderbaren Laptop-Ständer. Den habe ich ja in einem anderen Video schon mal gezeigt, aber der hat eigentlich so vieles verändert. Also ich muss sagen, ich gucke so viel gerade hier drauf. Ich habe weniger Nackenschmerzen. Das ist auch keine Werbung an dieser Stelle. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie besser tippen kann. Man kann ihn hier auch in verschiedenen Höhen einstellen. Und ich finde es wirklich mega praktisch. Also große Empfehlung. Danach habe ich dann, wie erwähnt, etwas für die Arbeit getan. Das heißt für mich hauptsächlich Mails beantworten, Termine in den Kalender eintragen, irgendwelche Strategien ausarbeiten. Ich hatte ja letztens auf Instagram schon so ein bisschen über meinen aktuellen Job gesprochen. Ich sage es aber auch gerne auch nochmal hier, weil ich weiß, dass mir nicht alle dort folgen. Ich arbeite nicht nur mit Social Media, sondern sammle auch noch ein paar praktische Erfahrungen im Bereich Marketing. Seit einigen Jahren berate ich da zum Teil Firmen, aber eben alles auf selbstständiger Basis. Das heißt, ich kann mir meine Arbeit selbst einteilen. Genau, und das habe ich dann eben an dem Nachmittag noch gemacht. War nicht allzu schlimm, da das Wetter ja wirklich so schlecht war. Und am Abend dann bin ich dann tatsächlich noch zum Sport gegangen. Ich hatte nicht allzu viel Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Motivation war nicht so da. Aber als ich dann erstmal da war, lief es echt tatsächlich richtig gut. Habe aber an dem Tag nicht so viel mitgefilmt, weil es ziemlich voll war. So, das ist jetzt mein Abendessen. Gar nicht fancy, schmancy, wie ihr das vielleicht von mir kennt, sondern Hausmannskost. Meine Mama hat nämlich gekocht. Es gibt einmal hier Kartoffelbrei. Hat sie extra für mich mit Mandelmilch gekocht. Dann gibt es hier Erbsen, so ein bisschen Gewürzen angemacht und ein bisschen Ei. Das war so typisch mein Kindheitsessen. Das hatten wir wirklich immer früher. Und das lasse ich mir schmecken. Und dazu gibt es jetzt noch ein bisschen Love Island. Ich habe sogar eine alte Staffel hier noch angefangen. Die ist von Frühling. Eigentlich mag ich die Sendung überhaupt nicht, weil sie wirklich sehr, sehr sinnfrei ist. Aber wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, habe ich irgendwie das Gefühl, ich brauche einfach ein bisschen was zum Entspannen. So ein bisschen leichte Kost und das deckt Love Island einfach voll ab. Deswegen gibt es jetzt Love Island. Nach Love Island habe ich mich dann tatsächlich noch an meinen Unikram reingesetzt. Und Leute, ich kann es euch wirklich nicht empfehlen, euch einmal zu entspannen und einmal so einen Ruhemodus einzukehren und dann noch lernen zu wollen, weil man hat wirklich überhaupt keine Motivation mehr. Ich habe mich aber trotzdem aufgerafft, weil ich wusste, dass ich am nächsten Morgen eine VWL-Vorlesung habe. Und VWL ist so ein Fach, das würde ich mal als nicht besonders anspruchsvoll bezeichnen.
aber als sehr lernintensiv, beziehungsweise es ist ein Fach, was man auf jeden Fall nachbereiten muss. Und wenn man das nicht regelmäßig tut, dann hinkt man irgendwie hinterher, kommt in den Vorlesungen gar nicht mehr mit. Dann häuft sich das irgendwann und dann, ja, hat man einfach unglaublich viel zu tun in der Klausurenphase. Deswegen ist es so ein Fach, bei dem es mir sehr, sehr wichtig ist, dass ich vorbereitet in jede einzelne Vorlesung reingehe und mir wirklich alles nochmal genau angucke, ob ich das auch alles so rechnen kann. Und was ich da sehr gerne mache, ist, mir Videos anzugucken, besonders eben von Studyflix. Ich weiß nicht, ob ihr die Webseite kennt, die haben aber auch einen super coolen YouTube-Account. Da werden super viele Themen sehr einfach erklärt. Also ich muss sagen, die haben echt ein Talent dafür, das sehr einfach und simpel zu erklären. Habe ich damals auch mit meinen BWL-Vorlesungen gemacht und jetzt eben auch mit VWL. Wirklich eine große Empfehlung von mir. Ja, der nächste Morgen startete dann, wie erwähnt, mit meiner VWL-Vorlesung. Ich hatte dann irgendwann Pause und habe mich in der Zeit um meinen Abwasch gekümmert. Ehrlicherweise war ich am Abend zuvor viel zu faul gewesen, um den Kram noch aufzuwaschen. Deswegen musste ich das dann ganz, ganz fix in der Pause machen. Bin auch ein bisschen zu spät wieder hochgegangen und war an dem Tag sehr froh, dass ich mich für die Online-Vorlesung entschieden hatte und nicht in Präsenz zur Uni gefahren bin. Habe mir dann erstmal noch schön gemütlich einen Tee gemacht und mich dann wieder zurück an den Schreibtisch gesetzt. Wir haben uns an dem Tag ein bisschen mit dem Thema Konsumentenverhalten auseinandergesetzt. Wir haben uns zum Beispiel so eine Reportage angeguckt, wo es ums Thema Marktforschung ging und wo so ein Markt vorgestellt wurde, in dem sehr, sehr viel Forschung betrieben wird. Das war eine Galileo-Sendung, fand ich sehr, sehr interessant. Die habe ich mir sogar nach der Vorlesung dann nochmal angeguckt, weil ich es echt spannend fand. Ansonsten haben wir uns aber auch sehr viel mit sowas beschäftigt, also dann nicht ganz so spannend. Und irgendwann hat mein Kopf dann auch abgeschaltet und ich habe irgendwie nicht mehr so viel gerafft, weil einfach meine Konzentration nachgelassen hat und ich habe mir dann versprochen, dass ich das am Abend auf jeden Fall nochmal nachbereiten werde. So, ich bin jetzt fertig mit meiner Vorlesung. Ignorieren wir einfach mal das Chaos da im Hintergrund. Das beseitige ich später oder morgen. Ja, ich habe heute nicht ganz so viel mitbekommen, weil einfach meine Konzentration nicht so da war. Ich muss mich da auf jeden Fall später nochmal dran setzen und da ordentlich was wiederholen. Ist aber auch echt nichts Dramatisches. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wenn ich mich später mit den Sachen nochmal alleine beschäftige, dass ich dann meistens ein bisschen besser verinnerliche, was gar nicht gegen die Dozenten oder Profs geht, sondern ich bin einfach so ein Mensch, ich muss mich selber damit beschäftigen und selber nochmal so das große Ganze verstehen und nur dann funktioniert das so für mich. Genau, aber ihr seht's, ich habe mich schon umgezogen. Ich fahre jetzt erstmal zum Sport. Ich weiß noch nicht genau, was ich heute trainiere. Vor allen Dingen auch, wie lange ich trainiere, weil ich sehe draußen, dass es schon wieder ordentlich am Winden ist und ich habe keine Lust, später in den Regen zu kommen. Deswegen werde ich mich jetzt auch ein bisschen beeilen. Und ja, jetzt geht es los. Ja, an dem Tag habe ich Bauch trainiert und etwas Cardio, was ich dann aber wiederum nicht mitgefilmt habe. Ehrlicherweise hatte ich auch nicht so viel Zeit und konnte mit der wenigen Zeit noch nicht mal wirklich gut haushalten. Denn ich stand danach dann noch im Stau, im einfach reinen Stadtverkehr und musste mich dann danach in Windeseile, ich glaube innerhalb von 10 Minuten irgendwie super schnell fertig machen, weil wir dann einige Zoom-Calls hatten. Ich habe dann halt vorher noch kurz ein paar schnelle Mails beantwortet. Dann eben von der Arbeit hatten wir ein paar Anrufe, mussten ein paar Sachen klären, haben Dinge finalisiert, was echt nochmal gut tat an so einem Freitag, weil man sonst oft mit offenen Sachen schnell mal ins Wochenende geht und sich dann unglaublich viel Gedanken drüber macht. Und genau danach war ich dann noch spazieren, so ein bisschen in der Abendsonne. Es tat unglaublich gut. Spazieren wollte ich sowieso wieder mehr machen. Habe ich in letzter Zeit leider so ein bisschen vernachlässigt, aber jetzt ist wieder so eine Jahreszeit, wo ich das echt gerne mache, weil es noch nicht ganz so kalt ist und die Luft so gut tut und ich das einfach total mag mit dem bunten Laub. Dann habe ich mir Abendessen gemacht. Ich glaube, aktuell mache ich mir so, ich weiß nicht, fast jeden Tag dieses Pizza-Porridge. Habe ich euch schon öfter gezeigt. Einfach Haferflocken im Ofen aufbacken und dann so ein bisschen toppen mit Toppings eurer Wahl. Ich mache da gerne Tomaten, Paprika und Feta drauf. Und dann habe ich mir noch so ein bisschen Rohkost dazu aufgeschnitten. Und das Ganze hat einfach so gut geschmeckt. Das ist wirklich eine 10 von 10 und ihr solltet es unbedingt mal nachmachen. Und danach habe ich mich dann mal wieder an VWL rangesetzt. Ihr merkt, ist auf jeden Fall Dauerthema in diesem Vlog. Ich hatte da auch da nicht unbedingt so die Lust, aber ich hatte ja schon am Anfang des Vlogs erzählt, dass ich das auf jeden Fall abends nochmal wiederholen muss, weil sonst einfach nichts hängen bleibt. Das sind so Notizen, die ich mir gemacht habe, wirklich sehr sporadisch. Und wenn ich damit eine Woche warten würde, dann würde ich nichts mehr verstehen. Deswegen habe ich das hier sauber überführt, mir schöne Diagramme aufgemalt und sehe jetzt schon alleine beim Gucken des Videos, dass ich sehr viel verstanden habe. Deswegen hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und ja, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Und wenn man sich einmal aufgerafft hat, dann fühlt man sich auch besser danach.
Ich habe den Morgen heute mit diesem Buch hier gestartet und ich kann es euch wirklich empfehlen. Ich mag generell alle Bücher von John Strelecki. Der schreibt immer so kleinere Geschichten, die irgendwie so zum Nachdenken anregen. Und ich mag das. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass jede dieser Geschichten extrem viel Inhalt hat, aber die sind einfach kurz und ich finde das immer perfekt für den Morgen, um sich noch so eine kleine Prise Motivation abzuholen oder einfach um ein bisschen was zu haben, über das man am Tag so ein bisschen nachdenken kann. Finde ich richtig, richtig gut und vielleicht möchte das der ein oder andere ja auch mal lesen. Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch, beziehungsweise wenn ihr das seht, ist es vermutlich schon Sonntag oder sogar noch später. Aber ich habe auf jeden Fall Samstag und bin heute sehr, sehr entspannt in den Tag reingestartet, was echt richtig gut hat. Ich habe gelesen, das habe ich euch auch gezeigt, aufgeräumt. Hier sah es echt wieder aus wie so ein Saustall und ich habe eigentlich Tag für Tag immer nur meine Klamotten hin und her geschoben und habe immer nur gesagt, ich mache das am Wochenende und wenn ich das sage, dann versuche ich das auch wirklich zu machen, weil es sah echt grausam aus. Ansonsten freue ich mich auch einfach mal ein Wochenende wieder hier zu verbringen. Ich war die letzten, ich glaube, 5 Wochen, jedes Wochenende immer unterwegs. Wir waren ein paar Mal in Köln, in Frankfurt, wir waren in Holland. Manchmal war das wirklich einfach so, ja, aus privaten Gründen, einfach so mit meiner Familie ein bisschen schöne Tage verbringen. Es war aber auch viel so Geschäftliches, beziehungsweise einfach Sachen, die sein mussten, die vorher eingeplant waren und deswegen tut es jetzt einfach mal gut, so ein Wochenende zu haben, wo ich wirklich gar keine Verpflichtung habe und wirklich einfach den ganzen Tag nur zu Hause bin. Ich meine, ich mache trotzdem Sachen und es müssen auch Sachen erledigt werden, aber ich bin einfach so ein Mensch, ich bin sehr introvertiert und ich brauche das einfach von Zeit zu Zeit, dass ich wirklich einfach mal nur für mich und nur alleine bin. Und wenn man jedes Wochenende immer unterwegs ist, dann weiß ich nicht, fühlt man sich irgendwie unter der Woche auch super unausgeglichen und das habe ich in den letzten Wochen extrem gemerkt, deswegen freue ich mich einfach, das ist richtig schön, einfach ein bisschen, ja, arbeiten, so wie ich es mag, bisschen entspannen, bisschen aufräumen, bisschen was backen, ich habe eben schon nach Rezepten gesucht. Ich gucke hier immer auf Pinterest, ich habe hier zum Beispiel eben nach so ein paar Kürbisrezepten geguckt, weil ich einen Kürbis gekauft habe und mir dachte, hey, den kann man vielleicht irgendwie später noch verwerten und habe mir hier erstmal so ein paar kleine Pinnwände erstellt. Gleich wollte ich aber erstmal noch ein bisschen was Simples backen, muss vorher aber noch ein paar Videos abfilmen und schneiden und dann mache ich mich gleich mal ans Werk. So, ich befinde mich mittlerweile in der Küche, habe meine Videos fertig und werde jetzt gesunde Schokomuffins backen. Ich habe da nämlich letztens ein paar Ideen gefunden auf Pinterest und auch auf Instagram und dachte mir, ich mache jetzt einfach mal meine eigene Kreation draus und hoffe, dass es irgendwie gut wird, weil ich habe ewig nicht gebacken und ja, kann auch sein, dass es schief geht, aber wir probieren es mal. Dafür brauchen wir einmal Dinkelmehl, Kakao, Puddingpulver, auch im Geschmack Schokolade, ein Ei bzw. Eiklar, etwas Süße. Ich benutze da Agavensirup, Apfelmus. Apfelmark ist noch besser, wenn ihr komplett auf Zucker verzichten wollt, aber hat meine Mama besorgt, deswegen stelle ich da keine Ansprüche. Backpulver und den letzten Rest Magerquark noch, genau. Und am besten stellt ihr erstmal euren Backofen ein, damit er schon mal vorheizen kann. Und dann verrührt ihr irgendwo einfach nur die Zutaten. So, das hier erstmal rein. So, ich habe sie jetzt rausgenommen. Die riechen auf jeden Fall wunderbar. Dieser ist ein bisschen zu doll aufgegangen und dieser auch. Ich schaffe es irgendwie nie, die ideale Füllmenge zu finden. Aber ich glaube, die schmecken ganz gut. Taste-Test ist auf jeden Fall bestanden. Ich weiß nicht, ob sie manche Leute nicht vielleicht ein bisschen zu wenig süß sind. Also eventuell müsst ihr da ein bisschen nachsüßen. Aber ansonsten kann ich die sehr empfehlen. Ich muss jetzt leider dieses Chaos hier entfernen. Und diesen Blog hier schneiden, damit er noch rechtzeitig online kommen kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!